Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Sorge, Boss, wir machen ihn fertig. Ich habe größtes Vertrauen in euch, Jungs. Tja, ich wünschte, ich könnte sagen, dass sie die Erste ist, die bei meinem Anblick wegrennt. Aus dem Weg, Kumpel.
Zu schnell. Zu langsam. Was zum... Ja. Sie ist schnell, aber nicht mehr, wenn sie in Netz gehüllt ist. Aber nicht mehr, wenn sie in Netz gehüllt ist. Thank you.
wem warst du, um solche Kräfte zu kriegen? Mach dir lieber keine Gedanken über meine Kräfte. Viel eher die Verantwortung, Verbrechern wie dir den Hintern zu versohlen. Ach, ich wette, das sagst du zu allen Mädchen. Nur zu denen, die ich gerne hinter Gittern sehen würde. Erst eine Spinne, dann eine Echse. Vielleicht kann ich in eurem kleinen Tierreich mitmachen. Sag mir wie. Nope. Ich finde es auch ohne dich heraus, weißt du? Bis bald, Spinne. Nicht so schnell, Felicia. Wenn du aus dem Gefängnis kommst, solltest du die Karriere wechseln. Aber behalte dein Kostüm. Du musst mich nicht tragen. Ich habe Füße. Sogar zwei. Die kannst du gleich benutzen, um in ein Polizeiauto zu steigen. Und dann, nun, um im Hof von Beloit spazieren zu gehen. Vermutlich. Obwohl ich da nun wirklich nicht hingehöre. Ja klar, das sagen sie doch alle, oder? Ich bin vielleicht kriminell, Spinne. Aber nicht verrückt. Ich habe mir nur ein paar Feinde gemacht. Mächtige Feinde. Was? Etwa Norman Osborn? Sowas in der Art. Schon mal drüber nachgedacht, wie es ist, als einzige Frau unter einigen der gefährlichsten Typen zu leben, die du je gesehen hast? Und dabei auszusehen, so wie ich. Glaubst du, das geht ohne ein besonderes Arrangement mit jemandem ganz oben? Kann nicht sagen, dass mich das schon beschäftigt hat, aber ich muss sagen, du hast mir gerade fast leid getan. War nicht meine Absicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass du verrätst, in welcher Etage der Oscorp Towers das Zeug ist, das dir diese Spinnenfähigkeiten beschert hat. Was? Ich hab Oscorp nie... Wie konntest du... Der Osborn-Kommentar hat dich verraten. Ich habe eine Antenne für sowas. Du bist echt speziell, Felicia. Weißt du das? Ja, weiß ich. Hier muss ich raus. Sie sucht. Vorsichtig mit den Handschellen. Ich will nicht, dass sie sich einen Nagel abbricht. Und Felicia, zähl nicht drauf, dass ich dich wieder raushole. Oh, lass das meine Sorge sein, Spinne. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Was ist mit dem Telefon? Soll ich es mal neu starten? Vielleicht wird meine Leitung angezapft. Ich muss mir das mal ansehen. Alles klar. Ich muss herausfinden, welche Antennenverbindung defekt ist und warum. Abgefahren! Telefon benutzen, aber die Verbindung ist noch gestört. Ich störe ja ungern Satellitenschüsse, aber deine Dienste...
überflüssig. Ich kann mein Telefon nicht benutzen. Die Verbindung ist gestört. Das hat mich die ganze Zeit genervt. Wo ist der Schrottplatz, Mister? Hier kommt noch mehr Schmerz. Ich will mein Telefon benutzen, aber die Verbindung ist noch gestört. Stimmt gut. Was macht der Sender da? Was gibt's? Nun, du stehst auf den ersten beiden Plätzen von Dr. Smythes Abschussliste. Spider-Man und Peter Parker. Er hat Oscorp-Daten genutzt, um seine Wohnung zu finden. Jemand hat Connors dort reingehen sehen. Smythes ist auf dem Weg zu ihm. Genau, was ich brauche. Danke, Gwen. Ich habe das Gefühl, dass was Schlimmes passiert. Ich schau lieber mal nach Connors.
2, Polizisten nehmen Verfolgung auf. Over. In diesem Katz-und-Maus-Spiel fehlt noch eine Spinne. Und Kreaturen treiben. Was habe ich getan? Inzwischen hat Oscorp Industries sich in einer Meldung Dr. Alistair Smythe distanziert, der kurz darauf entlassen wurde. Peter Parker. Darf ich vorstellen? Der Spinnenkiller! Toll! Aber pass bitte auf die Möbel auf! Spider-Man does whatever a spider can, spins a web any size.